Hallo, ihr absolut fantastischen Leute. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda Blättert. Und heute ist er Super Nintendo Spieleberater 2 dran. Wie versprochen, auch das habe ich glücklicherweise zu meinem Geburtstag bekommen. Und ich würde sagen, wir gucken mal kurz rein. Eins vorweg, ich bin etwas erkältet. Ich hoffe, man hört es nicht zu sehr. Aber habt bitte Verständnis. Ich habe mich schon gerade mit Nasenspray zugedonnert. Alles für euch da. Quäle ich mich durch auf jeden Fall. Nein, keine Angst, mir geht es schon wesentlich besser, aber ihr kennt es ja, so ein bisschen erkältet. Ich nehme das jetzt hier im Anfang Dezember auf und das ist, glaube ich, fast normal, dass man so ein bisschen verschnupft ist, oder? Bei dem Wetter, es wird langsam kalt draußen. Aber ich schweife ab, genau, der Spieleberater 2. Wieso gibt es 2? Selbe Antwort wie beim Gameboy. Einer kam relativ am Anfang des Lebenszyklus des Super Nintendo raus und einer später. Und der zweite, der betrachtet natürlich den wesentlich mehr Spiele oder nicht mehr Spiele, aber andere Spiele als der erste zum Beispiel. Aber ich würde sagen, genug geschnackt. Wir gucken gleich mal rein und ich teste auch bei diesem Blättervideo mal ein neues Objektiv. Ich hoffe, die Qualität ist jetzt wirklich besser. Ich habe jetzt gerade mal reingeschaut, habe jetzt nicht so viel Unterschied, ehrlich gesagt, gesehen, zumindest bei diesen Blättervideos. Aber hey, gucken wir einfach mal. Ja, was haben wir? Super Mario Special natürlich, Space Adventure, Sportshow, deutsche Screentexte, das war damals echt noch ein Verkaufsargument, Disney Stars, Comic-Helden, Kino-Hits und Power-Action, also so ein bisschen würde ich sagen, Ähnlichkeit wie der Game Boy Spieleberater 2. Da hat man ja auch so eine Disney-Ecke, so ein bisschen Super Mario-Ecke und ein bisschen Sport und so weiter. Aber macht ja auch eigentlich auch Sinn, diese Trennung, ne? Fangen wir an mit einem super Klassiker auf jeden Fall. Super Mario All-Stars. Ja, das ist ein fantastischer Titel. Ich bin jetzt wieder an das Stativ gekommen, weil ich meine Hände umlegen musste. Super Ding auf jeden Fall. Das war so das erste HD-Remake in Anführungsstrichen, was ich damals mitbekommen habe. Ich sag mal, diese HD-Remakes sind ja heutzutage durchaus, ich sag mal, üblicher, wo einfach ein altes Spiel genommen wird, ein bisschen grafisch aufgemotzt wird. Manche machen es natürlich ein bisschen faul, dass sie nur die Auflösung erhöhen oder ähnliches. Aber das geht natürlich auch besser. Und das war wirklich das erste, da haben sie nämlich die ersten 3 Teile des NES genommen und da quasi diese 16-Bit-Grafiken vom Super Mario World drauf geklatscht. Und natürlich als kostenlose Dreingabe gab es auch die Lost Levels dazu. Das Spiel hat ja so eine besondere Geschichte, die meisten von euch werden es wahrscheinlich kennen, deswegen reiße ich das jetzt nur kurz an. Das war ja offiziell Super Mario Bros. 2, das aber in Japan erschienen ist. Allerdings haben die Japaner dann gedacht, okay, das ist im Prinzip dasselbe Spiel, nur halt sehr schwer. Die im Westen, die sind ja nicht so proben, was das Spielen angeht. Also haben die ein anderes Spiel bekommen, zwar Doki Doki Panic oder Panic, wo sie dann halt einfach nur die Sprites ausgetauscht haben gegen entsprechende Mario-Charaktere. Deswegen ist unser Super Mario Bros. 2 was anderes als in Japan erschienen ist. Und das haben sie dann quasi als Lost Levels mit ganz minimalen Anpassungen dann auch hier mit reingepackt. Finde ich schön, konnte man das nachholen. Aber ich denke mal, so aus der Retro-Perspektive ist es auf jeden Fall der richtige Schritt gewesen. Weil ich glaube, das wäre echt, echt sehr, sehr frustreich gewesen damals. Weil der Schwierigkeitsgrad ist schon wirklich sehr, sehr schwer. Also gut, wie gesagt, mich stört es nicht, aber es ist natürlich Geschmackssache. Wie man sieht, Super Mario Bros. 1 zum Beispiel, der hat wirklich sich das Spiel genommen und wirklich die Grafiken super ausgetauscht. Also das ist auch aus der heutigen Perspektive, dieser 16-Bit-Stil und sowas, das ist, finde ich, noch einen Tick zeitloser als der 8-Bit-Stil vom NES, aber das ist natürlich durchaus Geschmackssache. Auch hier gehe ich nicht groß in die Spiele rein. Hier natürlich Super Mario Bros. 2. Habe ich als Kind, ehrlich gesagt, sehr, sehr gerne gespielt. Also als Kind hat man das NES zu Hause, beziehungsweise beim Bruder gehört das offiziell. Super Mario Bros. 1, das war ja dabei. Und Bros. 2 haben wir dann irgendwann mal geschenkt bekommen, glaube ich, oder ähnliches. Und ich fand das irgendwie besser, weil das spielte sich irgendwie anders. Das war irgendwie fluffiger und ich hatte irgendwie mehr Spaß da drin. Erst als ich dann bei einem Kumpel später Super Mario Bros. 3 gesehen habe, da fand ich das natürlich so ein bisschen besser, aber deswegen habe ich auch so eine besondere Bindung an den zweiten Teil, obwohl er sich ja so anders spielt, weil es halt logischerweise halt ein Rebranding war. Aber an sich ein sehr, sehr schönes Spiel, was sich halt wirklich mal etwas anders spielt. Und ich finde es halt schön, dass so in dieser Anfangszeit, dass diese Formeln, das sagt man ja auch an Zelda zum Beispiel, noch nicht so festgefahren waren und die einfach mal ein bisschen rumexperimentiert haben, worauf sie Bock hatten. Und das fand ich echt schön. Heutzutage will man ja sowas nie machen.
Genau, hier geht dann natürlich noch kurz auf die Lost Levels ein. Ich habe auch letztens einen Podcast gehört, da haben die das gespielt und da haben sie sehr gestöhnt, wie auch schwer das ist. Deswegen, ja, ich glaube, da kann man ganz gut weg. 3 ist natürlich absoluter Klassiker, anders kann man es ja nicht sagen. Das kann man ja sagen, das ist der beste Jump'n'Run-Titel oder Plattformer, egal wie man dieses Genre irgendwie bezeichnen will, auf dem NES ist, weil das ist einfach, wie viel da rausgeholt wurde, wie viel auch Genre-Standards da ja erschaffen wurden. Ne? Alleine hier diese Überweltkarten zum Beispiel und so weiter mit verschiedenen Wegen. Einfach herrlich. Super. Also, wie gesagt, ich habe es leider nie damals richtig intensiv gespielt, aber habe immer dazu geguckt, aber hatte immer Spaß dabei, wenn ich es mal spielen konnte. Durchgespielt habe ich ehrlich gesagt keins der Spiele bis auf den zweiten Teil, weil der relativ einfach ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder ich war einfach ausdauernd damals. Aber ja, kommen wir zum nächsten. Das war schon die Mario-Parade. Ha, stimmt. Die haben hier nur All-Stars etwas aufgebaut. Okay, Super Mario World hatten sie wahrscheinlich schon im ersten Spiel, der Berater, und der zweite Teil, der kam ja auch relativ spät, ne? Und ich nehme mal an, das wird hier noch nicht erschienen worden sein, weil sonst hätte mich das gewundert, warum nehmen sie das jetzt nicht, weil das war natürlich auch so, boah, was haben sie da rausgeholt mit dem Super FX-Chip und so weiter. Aber dann gab es das wahrscheinlich da noch nicht, nehme ich mal fast an. Wie gesagt, Entschuldigung, wenn ich mich ab und zu mal räuspern muss. Ich habe irgendwie Bock, das Video zu machen. Ich will ein Video für diesen Sonntag rausbringen. Ich hoffe, es stört euch nicht allzu sehr. So, Starbing. Ja, wo ich damals auch nie so warm, weil, okay, Super FX-Chip, das war, hat ja Nintendo so ein bisschen nachträglich eingebaut, um den Super Nintendo so ein bisschen mehr 3D-Fähigkeiten zu geben, weil sie natürlich so ein bisschen Angst hatten vor der Konkurrenz und 3D war halt der neueste Shit damals. Und das war wirklich so kurios, dass ein Chip in das Modul mit reingelötet haben. Hier sieht man den so ein bisschen angedeutet. Und plötzlich war das System stärker. Also stellt euch mal vor, ihr würdet irgendwie irgendein Modul in die Switch legen und plötzlich hat die nochmal mehr Grafikpower oder irgendwie sowas. Ne? Also das kann man sich heute gar nicht vorstellen, aber war damals durchaus möglich. Ja, und da war halt dieses frühe 3D. Aber es war halt nicht gut. Es ist schon auf der PlayStation 1, finde ich, nicht sehr gut gealtert und hier sowieso nicht. Und ich fand es damals halt schon nicht so super schön, weil die Framerate ist sehr niedrig und wie man hier sieht, ich halte es mal ein bisschen rein in die Kamera, wer es noch nicht gesehen hat, aber ihr werdet es alle kennen. Die Grafik ist wirklich sehr, 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 sehr grob. Und ja, ich weiß nicht. Also ich wurde schon damals nicht warm damit und ich finde es, viele haben das natürlich so ein bisschen positiv im Kopf von, ha, weißt du noch damals 3D und huiuiui. Aber es ist einfach schlecht gealtert. Framerate wirklich aus der Hölle. Grafik ist sehr abstrakt und nicht schön. Und das Gameplay, sagen wir mal ehrlich, das ist ein Rail-Shooter. Wie ihr seht, ich bin kein Fan, obwohl es eigentlich ein Klassiker ist. Aber nee. Nicht meins. Auch wenn sie hier tausende Seiten zur Präsentation schicken. Weil ich kann es ja auch verstehen. Sie waren damals stolz drauf. Hey, wir haben da ein Modul drauf geklatscht. Wir haben das 3D-Fähigkeiten. Das war so gesehen wirklich geil. Das war echt eine Errungenschaft. Aber es war halt nichts Halbes und nichts Ganzes, was da rauskam. Kommen wir zu einem neuen Spiel, was, ehrlich gesagt, überhaupt nichts sagt. Cybernator. Wie ist das denn hier reingekommen? Das sieht aber wie so ein bisschen wie so ein seitliches Shooter, so ein Ball-Run-and-Gun-Spiel so ein bisschen aus, so ein bisschen Anime-Anleihen. Habe ich doch nie den Namen gehört, aber ich meine, ich habe, wo ich das hier so ein bisschen seitwärts sehe, bei Gameshack oder sowas, da dürfte ich das in irgendeinem Video mal zumindest mal gesehen haben, weil irgendwie kommt mir dieser Kampfroboter bekannt vor. Ich weiß gar nicht, woher, ehrlich gesagt. Ich halte es hier auch mal ein bisschen ran, wenn ich hier so ein tolles Zoom-Objektiv habe und so weiter. Ne? So. Irgendwoher kenne ich die. Irgendwoher kenne ich die. Ich bin mir nicht sicher, ob wo so solche Mechs, die sehen ja eigentlich immer ähnlich aus, ne? Aber sieht eigentlich ganz interessant aus, ne? Auch sehr detaillierte Grafik und so weiter. Ha! Ich würde sagen, das kommt auf die Liste von, muss ich mir irgendwann mal angucken. Vielleicht kennt ihr das Spiel, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Bin ich jetzt überrascht, dass da so ein für mich zumindest unbekanntes Spiel da hier drin ist? Aber so gesehen, so super übergeil kann es ja auch nicht sein, sonst
das klingt jetzt natürlich sehr, sehr überheblich, ne? Aber sonst nicht davon gehört, aber naja, man kennt ja die Klassiker. Ja, Super Star Wars soll sehr, sehr schwer sein auf jeden Fall, holt aber auch einiges aus der Konsole raus. Und Star Wars geht ja eigentlich immer, ne? Wie ihr vielleicht im Nerd-Geständnis-Video gesehen habt, ich bin nicht der allergrößte Star Wars-Fan, aber es ist natürlich ein feines Universum an sich. Dann natürlich auch einige schöne Spiele herausgebracht. Wie man auch hier sieht, hat man natürlich auch einige Mode 7 Effekte. Natürlich ist es eigentlich so klassisch eher der Plattformer in die Richtung. Habe ich auch noch nicht gespielt, steht aber fest auf meiner Liste. Und wie hier diese Todesstern-Bombardier-Szenen, was man ja in diversen Spielen gemacht hat. Ich halte es auch hier nochmal in die Kamera. Das sieht eigentlich ganz nett aus. Ne? Und in der Bewegung sieht das bestimmt auch gar nicht mal so verkehrt aus. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Muss ich mir irgendwann mal antun in Anführungsstrichen. Mich schreckt halt immer bei sowas mal der hohe Schwierigkeitsgrad ab, weil ich habe nicht mehr so viel Zeit zum Spielen und meine Frustresistenz, die wird immer geringer. Was ich damals allerdings gesuchtet habe, ist Street Fighter 2 Turbo. Ich bin natürlich jetzt nicht der allergrößte Fighting Game Crack, aber das ist natürlich super, eins der besten Fighting Games, was auf dem Super Nintendo erschienen ist, meiner Meinung nach. Ich glaube auch, da sagen auch die Experten der Fighting Game Genres, stimmen da mir dazu. Ich habe jetzt gesehen, der Retro John, an dieser Stelle viele Grüße an dich, hat das auch in seinem Video, diese drei Fighting Games auf dem Super Nintendo muss man in seiner Sammlung haben. Stimme ich hier auf jeden Fall zu, beim anderen weiß ich natürlich nicht. Aber es ist ein sehr, sehr schönes Spiel, habe ich damals gesuchtet ohne Ende. Und ich bin noch sehr, sehr stolz auf mich, wo ich hier gerade in Honda sehe. Ich habe das beim Kumpel gespielt oder beziehungsweise er das vorbeigebracht hat, also sich von einem anderen Kumpel geliehen, damit wir das spielen konnten. Und wir kamen bei dieser Kampagne, ne, wo man halt nach und nach logischerweise einzelne Kämpfer besiegen muss. Da kam man nicht weiter. Aber irgendwann habe ich mir den Honda geschnappt und immer diese 1000-Hände-Attacke oder wie die heißt, einfach missbraucht ohne Ende und damit jeden Gegner weggehauen. Und da war ich ganz stolz auf mich, wobei es ja eigentlich so ein Cheap Shot quasi war, wie man das bezeichnen will. Aber es ist natürlich ein sehr, sehr schönes Update zu Street Fighter 2. Gibt es natürlich noch ein bisschen diese vier Kämpfer, die damals nur so die Endgegner waren. Die konnte man hier auch spielen. Dieser Turbo-Modus, ja gut, da kann ich nicht so viel zu sagen. Soweit ich das im Kopf habe, ist das halt dieser Modus, wo halt alles so ein bisschen beschleunigt gespielt wurde. Da kann man auch verschiedene Stufen einstellen. Ja, keine Ahnung, ob das jetzt was Tolles oder was nicht ist. Wichtig für mich zumindest damals war, dass diese verschiedenen Kämpfer dazu kamen auf jeden Fall. Hier haben sie natürlich noch die klassischen anderen Kämpfer, die auch vorher dabei waren. Wobei Dalsim habe ich immer gehasst, gegen ihn zu spielen, weil er hier so diese Gummiarme und Beine hat. Und da hat er immer so eine Reichweite, das war immer im Krampf dagegen zu spielen. Ja, sind wir schon bei der Sportecke, würde ich sagen. Gefühlt kommen wir hier zeitlich relativ fluffig durch, muss ich sagen. Jetzt sind wir schon auf Seite 40, also ein Drittel haben wir schon. Mensch, gucken wir mal. Ja, Football. Keine Ahnung. Keine Ahnung, John Madden Football gibt es ja immer noch. Keine Ahnung, wie es damals war. Aber ist süß, dass es so ein bisschen... den American Football Sport hier den Europäern beibringen wollen anscheinend. Also ich wurde mit dem Sport nie warm, wobei ich natürlich jetzt auch was so Sport angeht, jetzt nicht so der Überfan bin. Ich bin jetzt auch kein Überfan, was Fußball angeht oder ähnliches. So, die Grundregeln, die habe ich irgendwann mal erzählt bekommen. Es sieht ja relativ kompliziert mit Offense und Defense und wechselt da ständig und hier und da. Ja, also keine Ahnung, ob das hier gut umgesetzt ist oder nicht. Auch da, wenn ihr Football-Experten seid, gerne in die Kommentare rein, wie es da aussieht. Eishockey, auch da bin ich kein Experte. Mein Wissen, was ich über Eishockey habe, habe ich durch Blades of Steel damals auf meinem Gameboy alles bekommen. Ja, wie das hier umgesetzt ist, keine Ahnung, sieht aber ganz interessant aus, wobei, ich weiß nicht, guckt euch das mal an. Das sieht so nach Mode 7 Rückenansicht aus. Sowas wird bei Sportspielen extrem gerne mal sehr unübersichtlich. Super Soccer zum Beispiel ist auch schon so ein Kandidat, da habe ich auch einen Test vorbereitet. Der wird jetzt zu den nächsten Wochen irgendwann mal kommen. Ja, ist halt Rückenansicht, ist halt nicht so das Beste, so einfach aufs Stadion oder Spielfeld gucken. Und da die einzelnen Leute ist, finde ich persönlich immer etwas besser als so die Rückenperspektive. Aber es mag Geschmackssache sein. Okay, Eishockey, haben sie sich für Football mehr Zeit gegeben als Eishockey anscheinend. Was super Spiel ist, ist Super Offroad. Auch, also zumindest, ich habe es noch nicht gespielt, aber ich weiß, dass es super ist, weil A heißt es Super Offroad.
Und ich habe natürlich den NES-Titel habe ich hoch und runter gespielt. Das ist ja der Vorgänger. Und das sieht im Prinzip wie dasselbe in braun in dem Fall hier aus, nicht in grün, in braun. Ja, grafisches Update nehme ich mal an. Ich keine Ahnung, ehrlich gesagt, ob sie da jetzt großartig was hinzugefügt haben. Ich hoffe mal. Ist aber auch mal auf meiner Liste, wo ich mal Bock habe, das Spiel mir zu holen, ehrlich gesagt. Aber eigentlich auch nur, weil ich den NES-Titel halt wirklich gesuchtet habe ohne Ende und viel Spaß hatte. Kommen wir noch zu einem. Ja, es ist irgendwie, ne? Sportspielsektion und der Panda. Da kommt immer so vor wegen, ja, ne? Weiter. Genauso wie Golf. Ich weiß, Golfspiele waren und sind teilweise immer noch wirklich ein großes Thema bei vielen Fans. Ich sage hier, diese Pro-Link-Golf-Dingsbums waren auf dem PC damals super populär und super groß und so weiter. Ich wurde mit Golf nie warm. In echt könnte ich es mir vielleicht mal vorstellen, dass ich das mal spiele, aber so Videospielform, nee. Finde ich es eher langweilig, so Minigolf oder letztes hier Golf Story habe ich immer angespielt. Das fand ich eigentlich ganz nett, aber naja, man kann nicht alles haben, ne? Das Spiel hier habe ich allerdings damals gespielt, habe ich sogar die Big Box, meine Originale von damals noch, irgendwie hier in meinem Regal stehen. Ihr habt es vielleicht immer, seht ihr ab und zu. Ja, ist im Prinzip so gesehen ein sehr, sehr einfaches Japano-Rollenspiel. Also falls ihr mal in das Genre reinschnuppern wollt und nichts allzu Komplexes haben wollt, würde ich euch das empfehlen. Bei mir war es damals der Fehler, ich habe zuerst Secret of Mana gespielt, war dann angefixt, habe nach weiteren Rollenspielen gesucht und bin auf Mystic Quest Legend gestoßen. Und das kann natürlich mit Secret of Mana nicht mal ansatzweise mithalten und war natürlich dadurch etwas enttäuscht. Historisch war das aber so ein bisschen von Square zumindest das erste Rollenspiel auf dem Super Nintendo. Ich weiß nicht, ob es von anderen Teams da schon Rollenspiele gab. So fest ist mein Wissen in der Hinsicht nicht. Wenn ja, tut mir leid. Aber so ist das, was ich halt wahrgenommen habe. Hier in der westlichen Welt. Und das war halt wirklich so ein bisschen von wegen, dachten sich die Japaner so, wie bei ne, Lost Levels, ach, die Dummen da im Westen, denen müssen wir mal zeigen, was gut ist. Und deswegen kriegen sie mal hier so ein Anfänger-Dings. Ne? Ist okay, hat rundenbasierte Kämpfe, ist relativ linear in der Handlung, ein bisschen 0815 halt. Aber wie gesagt, wenn man so ein bisschen so die einfachen Sachen mal zeigen will, so als Anfänger, ist das eigentlich gar nicht so verkehrt. Also wenn ihr euch mal ein bisschen unsicher seid, hey, diese Super Nintendo, japanische Rollenspiele, Final Fantasy und so weiter, ich will da jetzt nicht gleich in ein Komplexitätsmonster eintauchen, dann würde ich euch das empfehlen. Das ist erwartet nicht viel, aber so ein bisschen, um die Basics mal zu zeigen, so ein bisschen das Spielgefühl euch zu vermitteln, ist es eigentlich ganz gut. Aber es gibt natürlich da wesentlich bessere Titel. Ja, Lost Vikings, das habe ich damals, glaube ich, auf meinem PC gespielt. Oder zumindest wollte ich es auf meinem PC spielen. Ich bin mir gerade unsicher. Habe ich auch schon einen Test so gemacht. Ist auch glücklicherweise in meiner Sammlung. Ja, ein früheres Werk von Blizzard, dem heutigen Blizzard, die ja in jüngster Vergangenheit so etwas in die Kritik geraten sind. Aber naja, okay, da gehen wir jetzt mal nicht drauf ein. Eigentlich ein PC-Team, aber damals haben sie auf jeden Fall noch unter dem Namen Silicon Synapse auch für das Super Nintendo Sachen veröffentlicht und darunter The Lost Vikings. Sehr, sehr schönes Spiel, ist ein Puzzle-Plattformer, wo ihr immer in verschiedenen Bereichen, Levelabschnitten kommt und ihr habt drei verschiedene Spielfiguren, zwischen denen ihr wechseln könnt. Und ich zeige die euch mal. So, das ist halt Baliok der Schreckliche, Erik der Flinke und Olaf der Starke. Und ihr seht es vielleicht schon so ein bisschen an der Ausrüstung. Der eine hat einen Bogen, der andere ist halt stark und hat ein Schwert nicht im Bild und der andere hat ein Schild. Und die haben halt verschiedene Fähigkeiten, die ihr halt ausnutzen könnt. Also ne, zum Beispiel der Flinke, der kann halt schon mal etwas wohin springen, wo die anderen nicht hinkommen. Der mit dem Bogen hat natürlich super Fernkampf, dass er da irgendwelche Leute aus der Ferne ummopsen kann. Und der mit dem Schild, der kann natürlich Sachen abblocken oder kann auch als Plattform dienen, dass man dann quasi von da aus hochspringen kann. Und dadurch mit diesen Kombinationen müsst ihr halt in die verschiedenen Räume, in Anführungsstrichen, die teilweise natürlich auch über verschiedene Bildschirme gehen und so weiter, müsst ihr die Rätsel lösen und euch dann vorankämpfen. Ist ein schönes Prinzip, ist auch sehr sympathisch gemacht, finde ich. Es gibt auch einen zweiten Teil davon, den habe ich allerdings noch nicht gespielt. Wie ihr seht, sind diese Welten oder dieser Level teilweise schon relativ komplex gebaut und ihr müsst da wirklich auch genau gucken, wie kombiniert er das und so weiter, ständig zwischen den Figuren hinwechseln und die verschiedenen Stärken richtig einsetzen.
umsetzen. Macht aber Spaß, da so ein bisschen rumzuknobeln auf jeden Fall. Kann ich euch empfehlen, wenn ihr mal so, wenn ihr seht, das grafische Stil ist natürlich auch lustig. Nimmt sich halt auch selber nicht zu ernst, das Spiel, was ich ja auch immer sehr, sehr wichtig finde. Ist halt wunderbare Sache. Oh, hier, guck mal, da schreiben sogar ein paar Passwörter hin. Genau, Fortschritt durch Passwörter gespeichert. Also immerhin, weil das Spiel ist auch relativ lang sogar. Also es gibt viele, viele Level. Ja, also kann ich euch wirklich empfehlen, wenn ihr so ein bisschen auf Puzzle-Plattformer steht und das noch nicht gespielt habt, reingucken. Ja, The Magical Quest, das ist auch so ein besonderes Spiel für mich. Ich habe es damals nie gehabt, aber ich habe noch ganz genau diese ganzseitigen Werbeanzeigen in den Club Nintendo Magazinen im Kopf, wo ich immer davor saß und oh, sieht das toll aus und habe mir ausgemalt, wie toll das ist und so weiter. Ist ein sehr, sehr schöner Plattformer. Ihr spielt Mickey, grafisch sehr, sehr schön, kam auch relativ früh für Super Nintendo raus. Und der Clou ist halt, ihr könnt verschiedene Kostüme sammeln, wo die späteren Level kriegt ihr mal verschiedene Kostüme mit verschiedenen Fähigkeiten, womit ihr dann natürlich verschiedene Hindernisse überwinden könnt. Tadala, ich könnte euch den Rest denken. Ist aber wirklich grafisch für einen frühen Titel sehr, sehr schön gemacht. Und auch diese Abwechslung mit den verschiedenen Fähigkeiten und so weiter, macht Spaß. Also ein schöner Charme, hat glaube ich auch 2 Nachfolger oder sogar 3. Ich bin mir gerade echt unsicher. Kann ich euch auch wirklich nur wärmstens empfehlen. Super, super Spiel, macht sehr, sehr viel Spaß. Und wie ich sehe, ich lasse sowas immer gerne drin, ne? Irgendwie so von den Vorgängerbesitzern von solchen Magazinen, wenn die noch so Passwortsysteme drin haben und so weiter. Sowas liebe ich ja, weil das zeigt einfach, dass das wirklich damals benutzt wurde und wirklich genutzt wurde und das Ding hat Geschichte. Das ist nicht frisch irgendwoher, das hat Geschichte. Ich blätter das mal kurz um. GoofTube haben wir hier. Wenn ihr die Passwörter hier haben wollt, ne, könnt ihr euch ablesen. Ich halte sie mal kurz. Sogar eine relativ gute Handschrift, würde ich sagen. Pausieren, wisst ihr Bescheid. Oder ansonsten natürlich kurz googeln. Auch ein sehr, sehr schöner Puzzle-Plattform in der Hinsicht ist es ja nicht, weil das ist so eine Zelda-artige Draufsicht. GoofTube, Goofy und Max natürlich. Das basiert quasi auf dieser Fernsehserie, die es dann, glaube ich, irgendwann Anfang der 90er gab. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Da hätten sie natürlich alles draus machen können. Die hätten eine Standardplattform mal draus machen können oder keine Ahnung was. Nein, aber die haben sich ein schönes Spiel sich überlegt. Und zwar gibt es verschiedene Bildschirme, wie bei Zelda quasi, wo ihr Rätsel lösen müsst. Und der Piraten, ja, das ist Rätsel. Also natürlich jetzt nichts Überkomplexes. Die lassen sich auch alle meistens im selben Raum alle lösen, also es ist nicht so Adventure-mäßig, dass ihr irgendwo Sachen einsammeln müsst, die ihr dann ganz, ganz viel später einsetzen müsst. Man gibt es teilweise auch so ein paar, dass ihr woanders Gegenstände mitnimmt, die dann woanders den Einsatz finden. Aber die Hauptsächlichkeit ist mal zu gucken, okay, wie komme ich bei diesem Raum weiter? Ihr müsst Sachen verschieben, die Gegner macht ihr kaputt, indem ihr irgendwelche Töpfe hochnimmt und die auf die drauf werft und so weiter. Ja, auf jeden Fall ein schönes Spiel, hätten sie vieles draus machen können. Es lässt sich eigentlich ganz gut spielen und lässt sich auch im Koop spielen. Was auch sehr, sehr schön ist. Gibt es auch hier natürlich verschiedene Sachen. Ja, ihr seid auf so einer Pirateninsel gefangen, bla 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 bla. Also gehe auf die Hintergrundgeschichte der Spiele, gehe ich jetzt im Regelfall nicht allzu sehr großartig ein, weil ganz ehrlich, die sind da bei den Spielen sowieso eher zweitrangig natürlich. Ja. Und dann haben wir Aladdin, das nächste Disney-Spiel. Wir scheinen also definitiv bei den Disney-Spielen zu sein. Ja, sehr, sehr schönes Spiel. Habe ich auch schon mal gespielt. Habe ich allerdings komischerweise nicht in meiner Sammlung. Ich wundere mich gerade selber etwas, ehrlich gesagt. Ist aber ein schönes Spiel. Manche finden ja den Sega Mega Drive Ableger etwas besser. Ich persönlich bin da so ein bisschen unentschieden. Ich habe da nicht so die Erfahrung mit dem Mega Drive Spiel, weil ich meine, die sind ja sehr, sehr unterschiedlich teilweise. Also manche sagen, der ist besser, der andere sagen, der ist besser. Aber gut sind sie beide. Da haben sie richtig Mühe auch mit der Grafik gegeben, dass sie sich so ein bisschen bemüht haben, den Charme der Zeichentrickvorlage auch vernünftig einzufangen und so weiter. Also das war wirklich so ein bisschen die Hochzeit der schönen Disney-Spielversoftung. Neben natürlich der frühen Versoftungen wie DuckTales und so weiter, die natürlich von Capcom kamen. Sehr, sehr schön auf jeden Fall. Gibt es natürlich auch verschiedene Sachen. Aber im Prinzip ist es ein Standard-Plattformer, der sich sehr fluffig spielt. Und es gibt natürlich hier diese auf dem fliegenden Teppich, diese selbst scrollenden Sachen und so weiter. Also wenn ihr einen guten Plattformer sucht, hier auf jeden Fall zuschlagen. Ja. Noch eine Zeichentrick-Umsetzung.
der Titel, da braucht man, ist fast ein Zungenbrecher. Tiny Toons Adventures Buster Busts Loose. Kann ich auch sehr wärmstens empfehlen, habe ich auch da schon einen Test zugemacht. Sehr, sehr schöner Plattform, auch hier die Tiny Toon Grafikstil wurde hier wirklich perfekt, finde ich, eingefangen. Macht sehr, 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 sehr viel Spaß, das Ganze zu spielen, auf jeden Fall. Aber ansonsten wird euch hier ein guter, stimmiger Plattformer auf jeden Fall ja, präsentiert. Könnt ihr nichts falsch machen. Hat so gesehen vom Spielablauf an sich jetzt keine großen Besonderheiten auf das Übliche, aber ist halt sehr, sehr gut umgesetzt. Und deswegen auf jeden Fall auch eine Empfehlung von mir aus. Wie ihr seht, ne, die ganzen Football-Felder, wo ein bisschen selbstscrollende Sachen und sowas. Ja, das ist bei den 16-Bit-Plattformen ja eigentlich eher Standard auf jeden Fall. Auch hier gehen sie sehr ausführlich, sehe ich gerade, die Dings ein. Und hier kommen wir, Spider-Man, X-Men. Ja, ganz ehrlich, das Spiel sagt mir jetzt gerade nichts. Das habe ich weder damals noch heutzutage gespielt, aber ganz ehrlich, wenn man hier diesen Screenshot hier so sieht, ich halte ihn jetzt mal ein bisschen näher in die Kamera rein. Also wie ein Grafikbrett sieht das Ganze jetzt nicht unbedingt aus, oder? Was meint ihr? Also so super überspitze, ich weiß nicht. Vielleicht ist er ja ganz gut, aber hat auch nur zwei Seiten, sehe ich gerade. Vielleicht wisst ihr das, wie immer, in die Kommentare rein. Das klingt immer so, ne? Als typischer YouTuber will man ja immer so ein bisschen Interaktion fördern, weil das ist ja gut für den YouTube-Suchalgorithmus und sowas. Aber ich meine das ehrlich, mich interessiert das jetzt wirklich. Ich lese das ja auch. Das ist nicht so von wegen, schreibt was in die Kommentare rein. Ich gucke mir das auch wirklich alles an und ich lerne ja auch gerne dazu. Tasmania, ja, auch ein seltsames Spiel, sage ich mal. Und zwar auch da hätten sie natürlich, das ist ja dieser tasmanische Teufel, diese Zeichentrickserie, auch da hätten sie ein bisschen faulen Weg gehen können und einfach einen Jump'n'Run draus machen können. Haben sie aber nicht gemacht. Sie haben so eine Art Mode 7 Rennspiel, wo man halt den tasmanischen Teufel so aus der Rückenperspektive durch Straßen führt und man muss dann auf dem Weg immer so Essen einsammeln und essen, damit man Energie behält. Also das ist schlecht erklären, ich habe da auch ein Testvideo zu gemacht, das findet ihr bei mir im Kanal, einfach da oben irgendwo müsste eine Lupe sein, da mal Tasmania eingeben, dann findet ihr einen Game Gear Test, das Game Gear Spiel ist ganz anders und das hier ist okay, hätte schlimmer sein können, aber ist jetzt auch kein Must-Have, ehrlich gesagt. Ne, verschiedene Level, aber wie ihr seht, immer dieses Rennen ist im Prinzip immer das gleiche. So, kleiner Schnitt. Ihr kennt das mit der halben Stunde. Ich mache dann immer, gucke ich, dass ich einen guten Cut hinkriege. Ja, Bugs Bunny Rabbit Rampage. Also ehrlich gesagt, hier sind wirklich echt viele Spiele drin, von denen ich noch nie was gehört habe. Aber genau dafür ist da so ein Spieleberater geil, ne? Ich meine, Grafik sieht gar nicht mal so verkehrt aus, ne? Also es fängt so ein bisschen den Bugs Bunny Charme auf jeden Fall, würde ich sagen, ziemlich gut ein irgendwie, ne? Ansonsten scheint es ein relatives ja, Standardspiel zu sein. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. es sieht wie ein guter Plattformer aus. Also grafisch sieht es auf jeden Fall echt nicht verkehrt aus, ne? Da bin ich echt begeistert, also wenn man das hier so sieht. Ich guck mal, dass es nicht allzu sehr hier reflektiert. Das sieht schon gar nicht so verkehrt. Also es scheint so die Vorlage echt gut einzufangen. Ne? Das setze ich glaube auch mal gedanklich so ein bisschen auf meine Liste. Sollt ihr vielleicht mal angucken. Was ich mir nicht näher angucke, ist Simpsons Bart's Nightmare auf jeden Fall. Ja, eine Minispielsammlung, die aber kacke ist. Das habe ich ja schon mal jetzt vor, ein, zwei Monaten habe ich eine Quetzig-Folge drüber gemacht. Es ist halt, fällt leider unter der Kategorie zu diesen typischen Simpsons-Spielen, die damals quasi alle, bis auf Krusty's Funhouse vielleicht, und das war ja auch so gesehen nur ein Sprite-Swap, nicht wirklich gut waren. Ne? Also diese Minispiele und so weiter, ich habe es wahrscheinlich in der Quetzig-Folge gesehen, es ist relativ undurchsichtig, was jetzt angeht, wie man jetzt diese Minispiele auswählt und so weiter. Kein großer Fan. Packst die Scavenger-Hand. Ich muss gerade lachen. Ich habe heute mal zufälligerweise ein bisschen auf eBay rumgeguckt und da die Gameboy-Version irgendwie gesehen und mir dachte, ha, kennst du nicht. Kannst du dir vielleicht mal bald besorgen. Aber scheint es auch eine Super Nintendo-Version davon zu geben. Und ja, das Spiel kenne ich auch nicht. Aber auch das sieht grafisch eigentlich gar nicht mal so verkehrt aus. Ja, Addams Family kennt man natürlich.
Wobei ich natürlich jetzt nicht so die tiefergehendsten Kenntnisse habe. Pugsley, ich weiß gar nicht, wer von dem Pugsley ist, aber anscheinend scheint der kleine Pugsley zu sein. Weil zumindest steuert man den hier auf jeden Fall. Und irgendwie, ja, Plattformer, ne? Mit Rätseln anscheinend. Ach, Kinohits ist das. Ah, alles klar. War Anfang der 90er waren da die Addams Family mal wieder im Kino. Die sind ja immer mal wieder, ne? War jetzt letztes im Kino, habe schockiert festgestellt, dass sie so einen CGI-Film jetzt gemacht haben mit der Addams Family, was ja meiner Meinung nach so gar nicht passt. Aber hey, gut, wie gesagt, kann ich nichts zu dem Spiel sagen. Auch hier in die Kommentare rein. Ja, Jurassic Park, das habe ich zumindest mal angespielt. Also ein bisschen was kann ich sagen. Das ist ja, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, so ein Overhead Shooter, also ne, so mit der Vogelsicht, aber auch mit 3D-Elementen hier. Und natürlich diese 3D-Elemente, die sehen natürlich jetzt nicht so super spektakulär aus, wenn man das hier so sieht. Aber man darf nicht vergessen, das ist das Super Nintendo, ne, Freunde. Da darf man nicht so viel erwarten. Und wenn da wirklich so quasi echtes 3D, was natürlich nicht echt ist, sondern ne, wie Wolfenstein oder irgendwie sowas, das war schon nicht verkehrt. Natürlich hier ein bisschen natürlich im Bildschirm ein bisschen beschnitten, ne, weil die Rechenleistung jetzt nicht für den kompletten Bildschirm ausreicht. Wobei sie es natürlich mit so einer Maske hier verdeckt haben. Da sieht er natürlich schon relativ, mir fällt gerade das Wort nicht ein, aber ihr wisst schon, das passt halt. Atmosphärisch passend, ne? Also irgendwie so. Ja, man scheint hier den viel navigieren zu können. Wie gesagt, ich habe da Wände mal nur mal kurz reingespielt. Auch hier kann ich euch nicht viel sagen. Batman Returns. Ja, ne? Batman. Ist ein Prügelspiel anscheinend. Ich habe doch letztens ein Prügelspiel Batman für Super Nintendo Quetzi-Folge zugemacht. War das das? Nee. Ich bin mir gerade etwas unsicher, ehrlich gesagt. Ich habe den Namen nicht gemerkt. War das das Spiel hier oder war das Batman Forever? Ich meine, es war Batman Forever. Aber so viel anders sieht das hier nicht aus. Auch hier. Okay, haben sie anscheinend so Autofahr-Baller-Dinger. Ist natürlich auch nicht verkehrt, aber puh. Ich merke schon, also hier bei Super Nintendo habe ich wesentlich mehr Bildungslücken als beim Game Boy. Auch das hier, Battletoads, kennt man ja. Auch das sieht wie die x-te Auflage vom selben Spiel aus, so ein bisschen zumindest. Battletoads ist eigentlich immer vernünftig, ist eine solide Beat'em-up-Serie, sag ich mal. Kann man eigentlich nichts mit falsch machen. Ist natürlich verschrien, dass das sehr schwer ist, aber auch hier, die sind irgendwie alle gleich aufgebaut. Egal, ob es auf dem NES, da kamen sie ja zuerst raus, auf dem Game Boy, hier auf dem Super Nintendo. Es gibt immer überall diese Abseil-Level-Dinger und es gibt diese, ne, die erste Level sieht eigentlich immer gleich aus. Ich verstehe nicht, warum sie das quasi immer dasselbe neu aufgelegt haben. Verstehe ich nicht. Ist ein gutes Spiel, aber klar, Variationen gibt es hier und da, klar, aber irgendwie, ne, diese beim einen seilst du dich ab, beim anderen hier fliegst du da runter. Ach, das ist immer dasselbe. Und hier so ein Fahrlevel gibt es hier bestimmt auch, ne, was auf dem Super Nintendo, auf der NES so verschrieben ist. So ein bisschen Rant muss jetzt sein. Schöne Serie, aber wieso bitteschön immer dasselbe, Leute? Leute, das geht besser. Bubsy, ja, das ist ja bekannt, verschrien. So ganz, ganz schlecht wie der Ruf, finde ich, ist es jetzt nicht. Aber auch entfernt davon gut zu sein, ganz ehrlich. Ist halt so als Symbolbild dieser lieblosen Lizenzplattformer. Oder, nicht Lizenzplattformer, ist ja keine neue Lizenz, aber Maskottchenplattformer. So, das ist der Begriff. Jeder muss natürlich jetzt ein cooles Tier als seinen Plattformer-Helden irgendwie etablieren und eine Serie draus machen wollen, auf Krampf, müssen eine Attitude haben und so weiter. Das war die Zeit in den 90ern. Bei seltenst hat es geklappt. Wo es geklappt hat, war es bei Plock. Super Spiel. Super Plattformer. Da ist die Besonderheit, dass ihr diesen Plock spielt und eure Fähigkeit oder eure Waffe ist halt, dass ihr eure Arme und Beine wegschießen könnt. Und die kommen wie den Bumerang im Normalfall zu euch zurück. Später gibt es eine Variation dazu, wo sie dann irgendwo hängen bleiben. Aber
ne, das werdet ihr dann sehen. Und die Sache hat, wenn ihr zum Beispiel eure Beine weggeschossen habt, dann könnt ihr zum Beispiel nicht vernünftig laufen, sondern nur so hüpfen. Das finde ich halt sehr interessant, dass man dann quasi so taktisch mit seiner Munition umgehen muss und es nicht auf Steuerfeuer machen kann und so weiter. Sehr, sehr schönes Spiel, hat auch einen super Soundtrack auf jeden Fall. Macht sehr, sehr viel Spaß, habt ihr sofort gute Laune. Kann ich euch nur ans Herzen legen. Ist, glaube ich, nur in Europa erschienen, komischerweise. Fragt mich warum, weil das Spiel ist echt gut. Dann, okay, das scheint so das Letzte zu sein. Auch hier habt ihr dann verschiedene Outfits und so weiter. Bla, ne? Das war's dann anscheinend schon. Okay. Dann sind wir schon durch, Freunde. Wie ich finde, schönes Magazin. Vor allen Dingen, weil es halt viele Spiele drin gab, die ich jetzt noch nicht kannte. Finde ich sehr interessant. Auf so ein paar bin ich jetzt gestoßen, die mich durchaus etwas neugierig gemacht haben. Entschuldigung, ich versag's so langsam die Stimme. Wie sagt die Krankheit, entschuldigt bitte. Aber es ist ja gut, dass wir jetzt eh zu Ende sind. Auf jeden Fall ein schönes Magazin. Jetzt wisst ihr, was drin steht. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß beim Blättern wie bei mir. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, meine Lieben. Und macht's einfach gut. Tschüss.